Hallo mein Freund und herzlich willkommen zum dritten Video des Widerstandsevents in Ghost Recon Breakpoints. Ja, wieder einmal dürfen wir mit Rezos Freundin sprechen. Nomad. Und ein Konvoi. Schön, dass wir es geschafft haben. Ein Konvoi ist auf dem Weg. Wir müssen uns vorbereiten und ihn ausschalten. Diese Trucks sind nicht ohne. Bringen wir es hinter uns. Danke für die Unterstützung. Nomad hat sich uns angeschlossen. Macht euch bereit, den Konvoi auszuschalten. Jo, gar kein Ding. Ich habe nur noch 2 Minen, das ist natürlich schlecht. Zur Not haben wir aber auch noch C4. Ich weiß jetzt halt nicht. Der Konvoi kommt. Aus welcher Richtung der kommt. So, 3 C4 dürften genügen. Ah, da hinten kommt er. Okay, das ist eigentlich theoretisch gut. Also sorgt dafür, dass nichts schief geht. Nomad kämpft für uns. Sentinel hat keine Chance. Wie geht es dir mit all dem hier? In den Schalldämpfer. Wir müssen den Konvoi ausschalten, Leute! Ich bin verletzt. Der Konvoi ist erledigt. Ja, der Konvoi ist erledigt. Dennoch muss ich mich verarzten. Der Konvoi ist Geschichte. So, prima. Noch einmal nachladen. Nein, doch nicht. Okay. Sehr schön. Das war die Mission. Die war schnell abgefrühstückt. Dann haben wir in Sinking Country noch etwas. Den gefangenen Outcast helfen und den Outcast beim Angriff auf das Lager helfen. Ich kann die mal beide anpillen. Denn die kriegen wir bestimmt beide noch erledigt. Je nachdem, wo die sind. Sinking Country ist groß. Schauen wir mal. Irgendeiner wird ja da jetzt in der Nähe sein. Hoffe ich. Oh, schön, der Sonnenaufgang. Oh, cool. Sieht so schön aus. So, aber, also wir haben hier einmal 3,4 Kilometer in die Richtung, einmal 2 Kilometer in diese Richtung. Da haben wir kein Biwak. In diese Richtung haben wir auch kein Biwak so unmittelbar. Also, gehen wir jetzt erstmal da hinten hin und hoffen, dass es dort ein Dingens gibt, genau. Ein Fahrzeug. Heißt das? Das gehört den Outcasts? Ja, sehr gut. Das heißt, dort haben wir ein Fahrzeug. Death to Sentinel. Was haben wir hier? Free Aurora now. Augen auf. Wir müssen alle Dokumente mitnehmen. Nee, wir nehmen hier keine Dokumente mit. Nicht in diesem Spielstand. Einmal einsteigen. Freiheitskämpfer. Was hältst du davon? Sie haben uns gefunden! Greife an! Ab ein! Ziel getroffen! Sind im Auto einfach unbesiegbar. Und die Nachtsichtgeräte machen sich halt nichts aus dem Dach, aber was soll's. Oh, Vorsicht. Da müssen wir rüber. Eieiei, ist kein Geländewagen. Oh je, oh je. Ein Heli wäre mir echt lieber. Haben wir hier keine Brücke. Da hinten ist ein Boot. Kommen wir da trotzdem rüber. Ja, nice. Eieiei. Oh, stopp! Wasser. Brücke. Das war knapp.
So, dann. Hey, hey. Gut. Schade, dass ich hier noch so gut wie nichts aufgedeckt habe. In diesem Spielstand zumindest. Oh, ich glaube, die Karre macht es nicht mehr lang. Da vorne hätten wir eine Alternative. Wir müssen alles nach Infos absuchen. Würde ich da mal gerade tauschen. Auch wenn das Auto nicht so schnell ist. Ist vielleicht ein bisschen geeigneter im Gelände. Oh ja, ja, ich glaube, es liegt nicht am Fahrzeug, es liegt an mir. Es liegt am Fahrer. Um Gottes Willen. Norbert, haben Sie Ihren Führerschein im Lotto gewonnen? Nein, bei Spiel 77. Geschossen. Erwischt! Das ist ein Boot. So wie es aussieht, brauchen wir das. Die Outcasts kommen da schon klar, oder? Wir können ja mal kurz mit dem Boot vorbeifahren. Vasili, einsteigen. Bitte. Ich bitte dich. Dann halt nicht. Jo, die kommen klar, die Outcasts. Das ist allerdings ein Heli, das ist schlecht. Wir hatten es 100 Pro gesehen. Oder auch nicht. Okay, Schalldämpfer drauf. Wir wissen nicht, was uns hier erwartet. Offenbar nur Outcasts. Sehr gut. So. Vielleicht finden wir hier was. Die wissen nicht, dass wir kommen. Denkt an den Plan. Das ist wohl das Lager erobern. Nomad, schön, Sie wiederzusehen. Dieses Lager soll angegriffen werden. Wir decken Ihren Vorstoß und helfen Ihnen, falls Sie uns brauchen. Klingt gut. Danke fürs Kommen. Zeigen wir es denen. Wir schaffen das, wir zeigen es denen. Die können uns nicht aufhalten, wenn die Ghosts uns helfen. Ich habe ja so ein bisschen das Problem, beziehungsweise, wenn du dieses Video siehst, ist das Problem schon gelöst. Dass ich noch nicht weiß, wie ich die Folgen benennen soll, weil normalerweise mache ich ja immer eine Mission pro Folge und dann nenne ich die Folge halt so, wie die Mission heißt. Aber kann ich ja jetzt nicht machen, wenn ich mehrere Folgen mache. Und die Missionen sind alle so ähnlich. Naja, wir werden sehen. Durchnummerieren oder so. Mein Ziel erfassen. Roger, Zielannäherung. So, Scharfschütze 1 ist quasi erledigt. Oben ist 100 Bohr auch einer. Ich sehe ihn aber nicht. Nee, keiner da. Auch gut. Na dann, Feuer frei. Okay, Ghostlead, alles sauber. Rock'n'Roll. Verstanden. Immer mitten rein. Geht eure Ausstattung durch, stellt sich... Gut, da haben wir einen Generator. Dann. Und Schrott. Nee, alte. Alte Kanonen. Gedöns. Keiner drin, prima. Da haben wir einen Drohnenpiloten. Um den müssen wir uns auf jeden Fall kümmern. Das verschafft uns einen Vorteil. So, Generator ist aus.
Einfach im Vorbeigehen. Ich möchte gerne auf das Dach. Wie komme ich denn da drauf? Da. Das Gefährlichste. Da ist die Leiter. Oh, da hinten haben wir noch einen Scharfschützen. Den nehme ich. Ich beschaffe dir einen Scan. Den haben wir drei Feinde. Oh, noch einer. Ziemlich gut. Was? Da ist doch was faul. Keine Ahnung, was das war, aber ich find's raus. Scheiße! Ich pass auf hier dich drüben auf. Liegt jemand! Das ist Bravo 1! 20.000 für diesen Kopf! Die warten nur auf uns. Oh, da gibt's einen Radpanzer. Na toll, jetzt kommen die Outcasts schon. Na gut, dann können wir auch den Schalldämpfer abnehmen. Weiter so. Na los! Und laut werden. Ich hab die Verstärkung geschickt. Das hilft. Solides Ding, gut. Die Drohne ist gestartet. Hab ihn. Die werden ihr blaues Wunder erleben. Vorsicht! Oh! Verdammt! Du bist verwundet. Bleib unten. Bleib da. Ich kümmere mich um dich. Weiter gut. Eieiei. Die war auch schon mal besser. Habt ihr es bald? Ich verblute langsam hier. Vasili? Hallo Jungs und Mädel. Ich lieg immer noch hier. Wiederbeleben bitte. Bitte, wie wär's? Mann. Ehrlich jetzt. Ist das deren fucking Ernst? Lassen die mich jetzt einfach so liegen? Hey, Nomad hat sowieso nichts drauf. Das schaffen wir besser ohne ihn. Ich würde aber eigentlich gern wieder mitmischen. Mitmischen. Das ist jetzt doof. Vasili, ich bin hier. Ich vermute, der hat neben mir nicht genug Platz, um sich hinzustellen, um die Wiederbelebung einzuleiten. Das ist ein Problem. Soll ich aufgeben? Ja, ne? Aufgeben, nochmal machen? Wenn klar, wiederbeleben normal erst dann, wenn die Umgebung sicher ist und so, aber hey, komm, das hier ist lächerlich. Ich meine, normalerweise halten sich die KI-Kameraden auch nicht wirklich an sowas. Von wegen erst Umgebung sichern und so. Die beleben einen normalerweise auch wieder, wenn direkt ein Schrotflintenschütze, so ein Brecher vor einem alles steht und man direkt geht's. Wieder umfällt. So. Und das Ganze noch einmal. Diesmal vielleicht ein bisschen besser. Hä? Ich hab doch da einen gesehen, willst du mich verarschen? Ich weiß doch, dass er da ist. Richtig gut. So, dann machen wir das Ganze im Schnelldurchlauf hier. Scanne das Einsatzgebiet. Da ist keiner drin. Oben ist diesmal auch keiner, so wie es aussieht. Check mal mit der Drohne noch. Aufpassen, Geschütz voraus. Negativ. Keiner drin. Dafür stehen da drei auf dem Dach.
kommt, der sieht die. Oder auch nicht. Der sieht nichts mehr. Es sind wieder so viele da hinten. Zielt auf den Minigunner. Roger, bringe mich in Stellung. Zielt auf den Brecher. Bringe mich in Stellung. Bin bereit, Boss. Ziel ist anvisiert, Boss. Ja, hier ist auch. Alter, wir... Alle ausgeschaltet, Boss. So geht das. Gut Boss. Geschossen. Ich verschaffe mir einen Überblick. Das hilft uns, die Umgebung im Auge zu behalten. Wir sind stark in der Unterzahl. Vorsicht. Wer hat denn da jetzt die Leiche entdeckt? Bäm. Ach, guck mal. Phänomenal. Mist, und ich weiß Bescheid. Kommen die Outcasts jetzt schon wieder? Sind sie wieder total getarnt im Minibusch? Ja, aber die Outcasts kommen noch nicht. Oh nein. Hallo? Einfach so lächerlich, dass man sich hier in so einen Strauch reinsitzt und komplett getarnt ist. Irgendjemand ist hier. Jetzt wird es ernst. Wir haben Augen auf. Wir sind in der Unterzahl. Nice, Ghosty. Jetzt kommen die Outcasts, oder? Die Drohne macht vielleicht den Unterschied. Ich hab das für euch. Nicht schlecht. Diesmal heile ich mich vor. Oh, verdammt, ich bin ja verletzt, sehe ich jetzt erst. Team, Feuer frei. Oh, oh. Ich werde sie vermissen. Ich riskiere es mal. Der ist tot. Oh verdammt, hab nicht mehr genug Bandagen. Das ist schlecht. Ist au, weg. Hä? Wer? Wo? Du siehst nicht gut aus. What the fuck? Gut, ich baue mir schon mal nochmal ein paar neue Bandagen, weil ich die vergessen habe. Und neue Spritzen, wie immer. Ihr kennt das Spiel. Warum ich mir jetzt die Minen gemacht habe, weiß ich auch nicht. Einfach Waldbaum. Fertig. Weit ausgeschaltet. Oh, hab ich hier? Ich hab nur ein... VSK 50? Wurde die in diesem Update eingebaut? Ich war irgendwie der Meinung, dass es die erst seit dem Motherland Update gibt. Granate! Warum wurde die jetzt da freigeschaltet? Bist fit. Scan läuft. Keine Überraschung mehr. Auch von hinten. Fast in der Nähe des Geschützturms ab. Och, Alter. Läuft ja gut jetzt. Läuft ja echt gut. Ist jetzt wieder belebt er mich? Belebt er mich wieder? Obwohl dann noch der Feind da ist. Feindkontakt! Feuer! Aktiviere meine. Oh Gott. Ich muss mich heilen. So. Kann ich auch nochmal mitmischen, da ich komplett geheilt bin. So, jetzt aber. Erwischt! Kein Feindkontakt, Sammelpunkt bei dir. Stille Rettung heißt die Mission, okay. Wir tun es für Ito. Was? Das hat gar nicht gezählt. Ich hätte nochmal müssen. Ach du Scheibenkleister. Team, Stellung halten. Halt. Ich hätte nochmal müssen mit der sprechen.
Ach, verdammt, wie dumm, wie unnötig. Warum muss ich nochmal mit dir sprechen? Ich hoffe, das Lager wird jetzt nicht wieder mit Feinden bevölkert. Das wäre... Also, ja. Das wäre echt doof. Nomad, gut, dass Sie zurückkommen. Wir müssen dieses Lager angreifen. Meine Leute geben Ihnen Deckung und helfen, wenn es zu heiß wird. Das klingt gut. Sentinel muss dafür bezahlen. Für alles. Hier ist Ito. Fast geschafft. Jetzt müssen wir nur noch die Sentinel-Truppen ausschalten, die uns jagen. Bin dabei. Ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann. Ito out. Gut, das, ja. Gedacht, dass du mal in so geht's natürlich auch. Team bei mir sammeln. Kommt zu meiner Position. Gut, durch die Wiederholung hat das Ganze jetzt ein bisschen länger gedauert, deshalb werde ich den Rest in die nächste Folge verschieben. Dann bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.